Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal SEDATech und zwar mit dem Gaming-PC Intel Core i9 GeForce RTX 4090 UC bla 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 bla. Das ist einfach nur eine Seriennummer. Für 3599,90 € runtergesetzt von 4579,90 €. Das System wurde mir vorgeschlagen von Feral Bull bei uns im Videovorschlägekanal und das schauen wir uns jetzt mal an. Starten wir wie immer erst mit dem Bild. Das scheint einigermaßen zu passen. Das Gehäuse passt, die Lüfter, die da drin sind, sind beim Gehäuse mit dabei. Die Grafikkarte ist halt so die günstigste gerade in der 4090, das ist die MSI. Und dann haben wir halt auch das Mainboard, was passt. Die Wasserkühlung passt auch. Das Einzige, was hier nicht stimmt, ist der RAM. Da sind keine vier Riegel drin, die beleuchtet sind, sondern zwei unbeleuchtete sehr wahrscheinlich. Ich habe trotzdem den Kingston Fury genommen, aber ich wollte erst den Aegis reinschmeißen. Sind 20 Euro Unterschied. Könnt ihr hinterher abziehen oder einfach so lassen. Starten wir mit dem Gehäuse. Das ist das MSI Mac Pano M100R PZ Screen. Das Screen gehört da nicht rein. Das ist einfach nur halt eine Glasscheibe. Das bringt schon einen 120mm Lüfter im Heck mit, der RGB beleuchtet ist und auch noch drei Stück rechts. Die sind auch RGB beleuchtet, also ARGB. Könnt ihr ganz normal mit dem Mainboard ansteuern. Wenn da jetzt noch die Wasserkühlung dabei kommt, habt ihr quasi sieben Lüfter da drin und dann ist der Airflow halt auch einfach gegeben, ne? Ich habe das Gehäuse mal live gesehen. Das ist eigentlich eher so gedacht für MSI Project Zero. Es gibt ja diese Mainboards, die dann die Anschlüsse hinten haben. Dann hat man vorne nicht dieses ganze Kabelwirrwarr. Hier wird jetzt ein Mainboard verbaut, was das halt nicht unterstützt, dass das hinten angeschlossen wird. Da werden die Kabel ganz normal nach vorne geführt und dann angeschlossen. Das Problem an der ganzen Sache, oder was heißt Problem? Es ist eigentlich kein Problem, aber es passen halt nur Micro-ATX Mainboards rein. Hier ist natürlich dementsprechend auch ein Micro-ATX Mainboard drin, aber da brauche ich nicht zu meckern, weil das Gehäuse halt dafür passt. Dann ist das nicht so verloren da drin. Und das kostet 99,89 € bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein 1050 Watt Cooler Master MWE Gold Series Modular 80 Plus Gold. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist, wie der Name schon sagt, 80 Plus Gold zertifiziert und auch eben vollmodular. Bringt auch schon den neuen Stecker mit für die neuen Grafikkarten. Ist ein B-Tier-Netzteil, wenn man sich die PSU-Tierlist anguckt, ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ob man 1050 Watt jetzt braucht, ja, sie sind auf Nummer sicher gegangen. Warum nicht? Aber wenn ihr das wirklich dauerhaft verbrauchen solltet mit dem PC, freut euch auf die Stromrechnung. Und das kostet 169,90 € bei Case King. Das Mainboard ist ein ASRock B760M Pro RS D4 Wi-Fi. D4, genau, wir kriegen DDR4 bei einem System, was 3500 € kostet. Ist dann in dem Fall das hier. Ist ein Micro-ATX-Board, okay, Sockel 1700, klar, wegen dem Prozessor, der hier drin ist. Der Sockel läuft jetzt halt auch aus, es gibt bald einen neuen, ne? Wer aber unbedingt Intel will, ja, von mir aus. Das hat gekühlte Spannungswandler, vier RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden. Hier unten ist so eine kleine Wi-Fi-Karte, da sind auch die Antennenkabel durchverbunden nach hinten weg. Da könnt ihr dann auch richtige Antennen quasi anschrauben. Und dann habt ihr hier noch zwei Erweiterungsslots unter dem Slot der Grafikkarte, wo ihr dann halt, wenn ihr Glück habt, noch einen von benutzen könnt, weil so eine 4090 ist relativ dick. Und wenn ihr dann auch irgendwie eine Capture-Karte oder so anschließen wollt, wird es halt langsam knapp. Das Board ist nichts Besonderes. Also der Chipsatz ist jetzt auch nicht der beste, es ist halt Micro-ATX. Ja, okay, kann man aber in dem Fall so machen. Es gibt aber auch im Micro-ATX-Bereich halt einfach viel bessere Boards. Und wir haben auch hinterher noch eine ganze Menge Puffer, da wäre auch ein besseres reingegangen. Deswegen, also ich finde es echt nicht so toll. Und das kostet 129,90 € bei eBay. Der Prozessor ist ein Intel i9 13900KF. Der hat 24 Kerne, 32 Threads, 125 Watt TDP, kann sich allerdings im Turbo auch 253 reinschrauben. Lass den ungebändigt laufen, über 300 Watt, ganz easy. Und da wird es dann selbst für eine 360er Wasserkühlung ziemlich schwierig, den zu kühlen. Und da unterstützt offiziell DDR4 und DDR5, halt im DDR4-Bereich 3200 MTS, könnt ihr auch mit 3600 laufen lassen. Und bei DDR5 5600 MTS ganz locker 6000, 6400, 6800, was ihr so machen wollt. Die Intel-Controller sind relativ gut. Das Problem ist, ihr werdet diesen Prozessor auf diesem Board nicht voll ausfahren können, wenn ihr die volle Leistung haben wollt. Der frisst dann sowieso unendlich viel Strom, wird sehr, sehr warm, kriegt ihr kaum gekühlt, ist schwierig, ist aber halt aus der 13. Generation der beste Prozessor. Es gibt natürlich noch den 13900KS. Dazu kommt noch, der hier hat auch keine integrierte Grafikeinheit, bedeutet für euch, wenn die Grafikkarte mal abschmiert, könnt ihr auch kein Bild ziehen. Ne? Aber ansonsten ist es wirklich ein starker Prozessor. Und der kostet 468,94 € bei eBay. Die Wasserkühlung ist eine Deepcool LD360 ARGB Screen. Das Ding ist, ich habe die jetzt bei Amazon gefunden, ist halt eine 360er Wasserkühlung, hat noch so ein kleines Display drauf, könnt ihr euch halt Auslastung, Temperatur und sowas anzeigen lassen. Dort kostet sie 124 €, sie ist aber nicht bei Geisshals gelistet. Deswegen nehmen wir jetzt die hier.
weil die kostet 132 Euro. Da habe ich dem SI jetzt quasi noch was Gutes getan, weil die Liste hinterher ein bisschen teurer ist. Aber da habt ihr ungefähr einen Preisbereich und wir müssen das hinterher nicht so blöd draufrechnen. Ich hatte die Wasserkühlung selber noch nicht im Test, aber ich weiß, dass die Deepool-Wasserkühlung eigentlich recht gut sind. Bis auf die Mystique, die war im Test nicht so toll, weil die Pumpe so laut war. Aber ansonsten sind die eigentlich gut tragbar. Die Grafikkarte ist ein GeForce RTX 4090 24 GB. Da nehmen wir wie immer die günstigste. Ist in dem Fall die MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio 24 GB. Kostet aktuell 1757 Euro. Ist halt die stärkste Grafikkarte am Markt. Für WQHD und auch 4K Gaming geeignet. Kommt immer auf die Einstellungen an. DLSS an, ja, nein. Raytracing an, ja, nein. Na, ihr wisst, was ich meine, weil selbst in AAA-Titeln, wenn ihr da alles in 4K auf Maximum ballert, wird es dann irgendwann eng, je nachdem, wie viel FPS ihr halt auch erwartet. Wenn ihr sagt, in Story-Games 60 FPS, ja, das wird die fast überall schaffen. Wenn ihr aber einen 144-Hertz-Monitor habt in 4K und erwartet das, schafft ihr das dann auch nicht mehr. Guckt euch einfach den FPS-Test in der Videobeschreibung an. Was Stärkeres gibt es gerade sowieso nicht auf dem Markt. Und die kostet 1757,79 € bei ProShop.de. Der RAM sind 32 GB DDR4, 3200 MTS, 2x 16 GB. Da kommen wir dann nochmal auf das Bild zu sprechen. Hier sind halt vier Riegel, die RGB beleuchtet sind. Ich habe jetzt den Fury genommen, der nicht beleuchtet ist. Und es sind ja auch nur zwei Riegel. Das wäre dann dieser hier, ganz normaler 3200er CL16. Ich meine, gut, 32 GB. Ja, von mir aus, ich hätte da auch schon irgendwo 64 erwartet, fast in diesem Preissegment. Aber DDR4, ihr verschenkt einfach so viel Leistung gegenüber DDR5. Das ist echt, echt schade. Und das ist auch irgendwie so ein bisschen Resterampe. Weil das Board ist halt auch nicht mehr so das aktuellste. Dann noch der RAM dabei. Muss nicht sein. Und der kostet stolze 73,90 € bei alza.de. Die Festplatte ist eine 2 TB SSD M.2. Steht auch sonst nichts weiteres dabei. Deswegen nehmen wir jetzt so das Standardding. Das ist die Kingston NV2. Die kennt ihr ja schon. Brauche ich nichts zu sagen. Bewegt sich aber halt so im Mittelfeld von der Geschwindigkeit her. Da sind wir auf der sicheren Seite, was den Preis angeht. 2 Terabyte an sich, ja, okay, hätte ich auch wieder ein bisschen mehr erwartet, aber erstmal ist es in Ordnung, kommt da eine Weile mit aus. Und die kostet 112,89 € bei Mindfactory. Dann haben wir noch Windows 11 Home mit dabei, da steht sogar mit dabei, mehrsprachig. Ich nehme ja grundsätzlich immer diese Multilingual-Dinger da, weil die halt am günstigsten sind. Hier scheint es wirklich so eine Version zu sein. Das wäre dann diese hier als Home-Variante. Ist für euch als Gamer auch egal, ob es Home oder Pro ist. Ist das aktuellste Betriebssystem. Und das kostet 37 Euro bei IT Hardpulse. Das WLAN ist onboard, Bluetooth ebenfalls. Ansonsten ist hier nichts mehr Besonderes dabei. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung als Alternative, das Netzteil und Windows. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 2982,95 €. Und das System kostet 3499,90 € runtergesetzt von 4579,90 €. Und ihr habt immer noch einen Aufpreis von über 500 Euro fürs Zusammenbauen. Ja, ist ein bisschen sehr viel. Und es gibt keinen Grund für mich in dem Preisbereich. Hatten wir im letzten Video schon. Brauche ich gar nicht breitreten. DDR4 in dem Preisbereich ist einfach Quatsch. Das ist Resteverwertung. Die Grafikkarte ist geil. Ja, der Prozessor irgendwo auch noch. Aber der Rest drumherum. Weiß ich nicht, muss nicht sein. Und ich habe jetzt wieder zwei Alternativen, einmal Dubaro und noch MyPC. Da nehmen wir aber einen 14.700 kF. Erstmal ist er sinnvoller und zweitens tut er sich nicht viel mit dem 13.9er. Ihr seht hier, der 13.900 kF liegt vor dem 14.700 kF mit 0,2 Prozentpunkten vorne im Gaming und im Multicore-Anwendung 3,9%. Lässt sich vernachlässigen, wirklich. Auch der Stromverbrauch, das ist echt so ein Thema. Nehmen wir erstmal den von Hardware Deals. Hardware Deals 3000 Edition kostet 3249 Euro. Wir haben den besagten 14.700 kF. Wir haben eine 360er Wasserkühlung ebenfalls mit dabei, auch RGB beleuchtet. Das MSI Pro Z97P Wi-Fi, also der Chipsatz ist schon mal besser. Das Board ist jetzt auch nicht zum krassen Overclocken gedacht oder so, aber es ist immerhin Full ATX, mehr Erweiterungsmöglichkeiten. Ihr wisst, wovon ich rede. Auch eine 4090, da wissen wir halt auch nicht, welche wir bekommen. Wir bekommen 32 GB DDR5, RAM 6000 MTS, leider nur CL36. Müsst ihr wie immer dann umkonfigurieren, sofern es Dubaro denn lagernd hat. Manchmal ist der CL30 Speicher auch einfach nicht lagernd. Wir bekommen eine 1 TB MSI M450 Spatium. Da wissen wir zwar, welche SSD es wird, aber wir haben wieder nur 1 TB. Könnt ihr euch natürlich nachkonfigurieren. Finde ich in der Grundkonfig halt auch einfach viel zu wenig. Wir bekommen ein 1000 Watt Netzteil von MSI, auch mit dem neuen Stecker, auch Gold zertifiziert und so weiter. Reicht völlig aus für das System.
Und ein Enderfire ARC 700 ARGB hatte ich auch schon Test auf meinem Kanal. Gutes Gehäuse, guter Airflow, passt. Schauen wir uns da die Liste an, haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir bei 2895,52 Euro. Und das System kostet 3249 Euro. Da seid ihr jetzt beim Aufpreis von 360 Euro circa. Ist schon verhältnismäßig ein bisschen viel für Hardware-Deals, aber immer noch besser als die 500 Euro von dem anderen System. Dann habe ich hier noch einen weiteren, ebenfalls mit einer 4090 und einem 14700 KF bei MyPC für 3339,99 Euro. Ebenfalls eine 4090, auch den 14700 KF, auch die 360er Wasserkühlung wie bei Hardware-Deals. Hier haben wir 6000er RAM CL30, den Team Group T-Force Delta RGB. Da haben wir es jetzt halt so, wie ich mir das am liebsten wünsche. Wir bekommen das MSI Mac Z790 Tomahawk Wi-Fi. Das ist wesentlich besser als das Z790 Pro, was wir eben gesehen haben. Wir bekommen 2 TB Lexar NM790, also immerhin 2 TB und eine ordentlich schnelle SSD. Wir wissen auch, was wir bekommen. Das Gehäuse ist auch das ARC 700. Wir haben hier einen Seasonic Focus GX 1000 Watt, auch mit dem neuen Stecker, auch 1000 Watt, immer das gleiche. Die Lüfter sind natürlich beim Gehäuse schon dabei. Windows 11 ist noch mit dabei und ganz normal 2 Jahre mit Pickup und Return. Schauen wir uns da die Liste an. Haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 3043,57 Euro. Und das System kostet halt 3339,99 Euro. Seid ihr jetzt bei knapp 300 Euro Aufpreis. Ist jetzt auch nicht der Mega-Schnapper, bewegt sich so bei ungefähr 10% Aufpreis halt. Ist bei diesen teuren Systemen halt einfach so, die Grafikkarten schwanken, man weiß nicht genau, welche reinwandert. Gilt für Dubaro genauso. Aber die 500 Euro Aufpreis hier könnt ihr euch schenken. Ne? Weil allein schon DDR4-System bin ich überhaupt kein Fan mehr von. Nicht in diesem Preisbereich, muss nicht sein. Ich verlinke euch alle Systeme natürlich in der Videobeschreibung, inklusive der Guides als Listen, dazu noch diese FPS-Tests und so weiter. Bei den FPS-Tests, da müsst ihr manchmal ein bisschen gucken. Man findet schwierig FPS-Tests mit einem 13.900er und einer 4090 mit DDR4-RAM. Macht halt keiner mehr. Deswegen seht es mir nach, wenn ich da jetzt bei YouTube jetzt nicht gerade irgendwie was finde, was genau diese Config ist. Aber so ganz grob habt ihr dann halt eine Orientierungshilfe. Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.